guck, so einfach kann ich dein Riddle lösen. Entschuldigung, echt für die Katze, die im Hintergrund so ein bisschen Tumult macht. Der Schlüssel, den ich von der Erscheinung bekommen habe, scheint nützlich zu sein. Oh nein! Nein! No! Was ist das? Was muss ich denn hier machen? Moment, jetzt mal erstmal gucken kurz. Ne, da geht überhaupt nichts. Das muss so. Ach, das geht nicht. Okay, mhm. Aber so geht doch auch nicht. Das ist doch Blödsinn. Ja gut, aber das geht ja nicht anders. Das muss schon so sein. Darum so. So. Ich bin halt einfach der Riddle Master 10.000, ey. So. Das muss definitiv eigentlich so, ne? Das muss so eigentlich. Oh. Oh. So. Oh Gott, ich sehe gerade nichts mehr außer Farben. Der komische Wärter hat mir qualvolle Folter versprochen. Und wo sind die? Das ist eine qualvolle Folter hier. Anscheinend habe ich die Steine richtig verbunden. Ich bin so gut, ich bin so klug, Alter. Oh, da fällt er einfach. Okay, ein Ornament noch gefunden. Aber an sich finde ich das echt schön gezeichnet. Also, sehr, sehr schick. Das ist easy. Das ist immer easy, wenn man das nicht spielen muss, mein Freund. Oh, das ist cute. Oh mein Gott, das ist ja voll niedlich. Das hätte ich gerne auch. Oh mein Gott. Besser beunruhige ich diese Kreatur nicht weiter. Sie schaut gereizt aus. Vielleicht ist sie... So sehe ich aus, wenn ich böse bin. Genau so. Oh Gott, ist das niedlich. Der Clown ist dabei... Das ist eher eklig. Ich mag keine Clowns. Der kann gerne weggehen. Das ist ja total cute. Oh mein Gott. Ja, okay, gut. Wen haben wir denn hier? Ich sollte eigentlich die Wachen rufen, aber es könnte sein, dass du mir noch nützen könntest. Im Raum nebenan befindet sich eine Frau im Käfig. Gleich gebe ich dir ein ungewöhnliches Messer. Du nimmst es und tötest diese Hexe. Wenn ich darüber nachdenke, für welche deiner Taten du hier gelandet bist, sollte das keine allzu schwere Aufgabe für dich sein. Lass dich bloß nicht von ihren unschuldigen Aussehen trügen. Sie wird versuchen, dich zu täuschen. Höre gar nicht erst hin, töte sie einfach. Im Gegenzug sperre ich dich nicht wieder in den Käfig ein. Vielleicht erhältst du noch etwas. Du musst sie aber erst einmal töten. Ich töte niemanden. Das ist aber noch ein Schlüssel. Ich habe eine Mischung aus Schlüssel und Messer gefunden. Also ich glaube, ich kann einfach gucken, ob ich sie wirklich befreie oder nicht. Der Thron ist leer. Ich frage mich, wessen Thron das ist. Ich kann nach rechts oder nach links gehen. Da ist doch noch was. Ach, was wartest du? Geh und töte diese Hexe. Ich gehe aber erstmal nach da. Oder ist sie? Komm noch näher und es wird für dich tragisch enden, Mensch. Wenn ich dich nicht töte, dann macht das die Spinne, die sich hinter dieser Tür, haust. In ihrem Bein fließt Gift so stark, dass auch der kleinste Tropfen ausreicht, um deine elende Existenz in Hand und um auszulöschen. Mit Hilfe dieser grünen Substanz. Stelle ich vergiftete Pfeile und Waffen her. Leider gibt es seit einiger Zeit immer weniger Gift. Der Mechanismus, der dafür gesorgt hat, dass im Inneren die entsprechenden Bedingungen herrschen, ist kaputt. Das Gift, welches auf den Beinen der Spinne, auf den Gitterzaun im Boden und runter tropfte, wird nicht mehr in die Röhren gebombt. Der Durchfluss des Giftes ist nur noch bei dicht verschlossenen Türen möglich. Das Gerät bedarf einer Reparatur. Es befindet sich in einer Kanalisation, aber der Durchgang wurde geflutet. Ich muss diesen Raum bewachen, bis die Störung behoben ist. Wenn die Lücke größer wäre, könnte ich die Spinne angreifen. Aber wieso erzähle ich dir das alles? Geh und verschwende nicht meine Zeit, Mensch.
nicht hin. Das müsste da kann ich auch nicht hin. Wenn dir dein Leben lieb ist, dann halte dich fest an dieser Tür, solange die noch repariert ist. Ist ja gut. Das ist ein Informationsfeld. Was ist das? Es wäre besser, wenn ich die Geburt nicht überstrapaziere. Ich möchte nicht nur einmal in die Zelle zurück. Okay, hier geht's also nicht weiter. Ja. Geile Stimme, ne? Ist aber auch sehr anstrengend, tatsächlich. Okay, sind es Waagschalen. Ich habe ein grünes Gewicht genommen. Oh, ja, Augen mag ich ja auch nicht hinzuspielen. So richtig, ey. Die Schale ist leer, die Schale ist leer. Da kann ich nicht hin. Gehen wir erstmal weiter, wa? Oh nein, jetzt ist da nochmal so einer. Eine Tafel mit der Zimmerbezeichnung. Sie ist fest an der Wand angebracht. In der Mitte befindet sich eine Aushöhlung in der Form einer Pfote. Ringsherum drehen sich die Bänder, aber ich kann sie nicht aufhalten. Okay, dann wird es wahrscheinlich erst später sein. Dieses Geräusch macht mich wahnsinnig. Sie erlauben euch dreckigen Menschen, sich hier in dem Schloss herumzutreiben? Du sagst also, dass du in diesem Raum mehr willst. Wozu? Im Inneren befindet sich seit langem nicht mehr ein Benutzerofen. Im Grunde kann ich dich hier reinlassen, aber es kostet dich was. Wenn du hineingehen willst, musst du etwas für mich machen. Finde die Stelle auf dieser Abbildung. Die auf dieser Abbildung gekennzeichnet ist. Grabe an diesem Punkt. Ich habe leider nichts persönlich, das hinzugehen. Ich kann leider nicht. Angeblich hat sich einer der Gefangenen dort etwas Interessantes versteckt. Bring es mir, dann schauen wir weiter. Das ist echt sehr, sehr anstrengend, so zu reden im Übrigen. Das macht das. Verbiete eine Aktion im Spiel? So viel zu keine Stimme ändern. Ey. What? Das ist so anstrengend. Okay, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Die, das war ja noch woanders. Ich glaube, das war hier. Oder? Ja, genau. Was ist das? Ein großer Goldklumpen. Okay, jetzt haben wir das ja gemacht, jetzt gehen wir erstmal drüben. Kannst üben für die wilden Stämme in Final Fantasy. Ja, als ob. Könnt mich alle mal. Als ob. Da geht's bestimmt runter zur Küche oder so. Gold! Das habe ich mir gedacht. Dieser Narr hat doch vor dem Tod also doch die Wahrheit gesagt. Siehst du? Du tagst ja doch so etwas. Nimm dieses Halsband. Es ist der Schlüssel für die Tür her. Danke. In der Hoffnung, dass ich nie wieder so reden muss. Ja, ich finde, ohne Witz, ne? Final Fantasy Skill NX, wenn ihr das hier hört, ich kann eure Bildschirme vertonen. Mir ist nichts peinlich. Oh. Warte mal. Ein bisschen sieht man ja, wo man da hin muss. Ich glaube, wir waren schon gerade richtig. Genau so muss das, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber es sieht schon mal so richtig aus. Ah, guck. Geschafft, die Mulden in der Tür fangen an zu pulsieren. Jetzt gehen wir irgendwie in so einen Feuerbereich oder so. Oh, so ein Knochen. Gleich mal mitnehmen. Ich nehme auch immer so Knochen mit. Oh, guck, Gewichte. Fehlende Element. Nee. Okay, das ist auf jeden Fall nicht. Hätte ja sein können, ne? Ich den Ofen anhabe, muss ich das Ventil finden. Aber wieso bin ich hier? Oder muss da irgendwie was anderes vielleicht rein? Aber was? Passt hier nicht. Hä? Oh, guck. Diesen Schema hat jemand was? Diese Informationen habe ich bereits notiert. Was ist das denn? Ah, das muss ja irgendwie so ein Holz oder irgendwas sein, ne? Das Ventil fehlt halt einfach.
Hausfriedensbruch. Hallo? Ich wurde hier ganz offensichtlich. Ach, guck hier. Oder? Nee. Okay. Hä? Ich werde ganz offensichtlich hier festgehalten und will stürmen. Türmen. Die stürmen. Hä? Aber wo muss ich jetzt hin? Ja gut, ich muss halt das machen. So male ich im Übrigen auch. Nein. Das muss doch irgendwas noch. Guck mal, hier kann ich noch was. Fuck, mein Bruder, den hätte bei Disken getroffen. Er bewacht den Raum mit der Spinne, die uns Gifte und unsere Waffen liefert. Okay. Der sagt nur das Gleiche. Oh, ich hab doch hier diese. Ich habe zu wenig Gewichte, okay. Aber die kann ich ja schon mal da lassen. Hab ich doch hier in meiner Tasche. Oh, das ist so cute. Oh, will ich den Knochen? Willst du den Knochen haben hier? Hm? Nimm es! Die Kreatur scheint sich nun etwas beruhigt zu haben. Oh, das ist so süß. Das ist so cute. Frage ist, muss ich jetzt noch mehr Gewichte haben? Ja, nein. Ja, das haben wir schon belesen. Sagen, ich bin ganz froh mit der Helmbade, der tut mir ein bisschen leid, weil wenn die Spinne da wirklich rauskommt, das ist wirklich ein bisschen Gucke. Oh. Ah, okay, die Statue sieht mich nicht mehr. Ich glaube, ich kann nur nicht sicher in die Treppe. Wo das ist. Okay. Interessant. Oh, guck mal, hier sind Dragoon. Rubinauge. Das sieht ja so aus wie heißt der eine Künstler da, der so krasse Sachen. War das Dali? Ja, Dali, glaube ich, war das, oder? Der mit diesen sehr krassen Bildern. Ha! Also! Wenn ihr mal gekidnappt werdet, nehmt mich mit. Ich weiß, wie man ja möglichst, also viele Sachen zumindest machen kann. Warte mal, hier haben wir doch schon mal ein Stück davon, können wir schon mal reinpacken. Geht's da noch weiter? Ih, da war Blut. Das ist, glaube ich, die Küche. Er hat noch diesen Schlüssel, oder? Ne, okay, gut. Ich gucke mich aber mal gerne erstmal einmal um. Oh. Strafe Nummer 431. Im Hinblick auf Verdacht des Verrats, der aus der Tatsache hervorgeht, dass die Küchenmeister vergiftetes Fleisch vorbereitet haben, werden sie dazu verdammt, ewig in der Wand gefangen zu sein. Wir alle sind Gefangene, aber es gibt einige, die erst die Form eines Gefangenen einnehmen müssen, damit sie ihre eigenen Sünden verstehen. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwann mal verschleppt werden solltet, dann... dieses etwas atmet. Frische Luft, welche Erleichterung. Danke, dass du mich aus diesen Dunkelheiten befreit hast. Man hat mich in ein Fenster verwandelt, das man dann zugemauert hat. Aus meinem Bruder haben sie eine Tür gemacht und ihn dann für Gevierteilt. Das ist die Strafe, die wir seit undenklichen Zeiten verbüßen. Wenn du in die Küche möchtest, dann musst du auch meinem Bruder helfen. Nur er kann dich hineinlassen. Finde ihn unter den Teilen nebenan. Er wird fähig sein, dich hineinzulassen. Er hat große, geweitete Augen, eine lange Nase, mit der er alle Gerüche im Schloss wahrnimmt. Doch er ist nicht sehr gesprächig und seine Lippen sind für ewig geschlossen. Okay. Deine lange Nase, ne? Eine kleine Nase, das ist eine Stupsnase, das ist eine dicke Nase.
Sieht doch nett aus, oder? Warte, ich muss noch mal lesen. Blablabla. Hat große, weit geöffnete Ohren. Augen. Doch er ist nicht sehr gesprungen, seine Lippen sind für ewig geschnitten. Okay. Große Augen. Zu Augen. Geschlossene Augen. Und so sieht das so gut aus, oder? Ne, immer noch nicht. Das ist gar nicht so erkennen. Also das sieht ja wohl ein Blinder, dass das eine kleine Nase ist, oder? Das ist halt eine große Nase, oder? Große Augen. So sehe ich jeden Morgen aus, nein. Ich würde dir sagen, diese Lippen, oder? Irgendwie. Diese Nase, vielleicht gibt es noch andere Nasen. Oh, das ist aber keine lange Nase. Mein Bruder hat an der Wand gefunden. Ich kann jetzt reingehen. Also wir können jetzt direkt schon in die... Küche gehen. Weil wir müssen ja noch die Sachen halt holen. Wir müssen noch Feuerholz holen. Da irgendwie gehört noch irgendwas hin, was wir noch nicht gefunden haben. Da ist es eigentlich die spitze lange Nase. Als ob. Die andere war aber viel hübscher. Eine Laterne. Der Löffel ist zerbrochen. Er wird mir nichts mehr nützen. Das ist komplett zerstört. Ich habe Angst, dass es in meinen Händen zerfällt. Ein löchriger Eimer, der nützt mir nichts. Oh, ein Lederriemen. Aber hier muss ich noch irgendwas machen. Nein. Mit Hörnern, okay. Einfach alles mal mitnehmen. Also wie gesagt, wenn ihr mal gekidnappt werden solltet, ihr müsst mich unbedingt anrufen. Oh, das sind bestimmt die Sachen, mit denen die da reinkommen. Die Giftrezeptur. Wie man sieht, hat schon jemand vorher Probleme mit dieser Kreatur. Ich muss das Gefühl, um Feuer zu machen. Okay, das ist Gift, das werden wir aber erst später machen, denke ich mal. Einmal, wir müssen ja auch erstmal einmal alles anmachen. Was ist das? So ein Mörser oder so. Ach so, so ein Rundmesser oder irgendwas ist das. Weil wenn man das auch von den Handwerkern findet, beziehungsweise kennt. Also haben wir ja schon einiges jetzt wieder gefunden. Finde ich sehr gut. Ventil haben wir, diese zwei Hörner haben wir. Eigentlich können wir erstmal hier wieder weggehen. Hier ist halt frisches Blut, aber man sieht überhaupt gar nicht, was das vielleicht ist oder so. Kann man dann nachgucken, wenn man so ein bisschen darüber spähen? Nee, kann man nicht. Das heißt, hier sind wir wirklich nur Zeuge dessen, was hier eventuell passieren hätte können. Da darf ich nicht rein. Ich könnte noch nach unten gehen. Elende Kreatur, mit jedem Durchstoßen deines Körpers entweicht aus dir das Böse, welches sich in dir eingenistet hat. Jedes Leid hat seinen Sinn. Der Sinn deines Leids liegt darin, die Wahrheit über dich selbst zu erfahren. Erschwere es nicht und bekenne dich zu deiner Schuld. Du hast dich freiwillig diesen Schmerzen gestellt, indem du auf den falschen Pfad geschritten bist. Ich bin hier, um dir zu helfen. Ich werde dich von allem Übel befreien. Ein bisschen. Im Inneren befinden sich irgendwelche Schalter. Ach, die müssen alle blinken.
Oh nein, das wird jetzt 100 Jahre dauern.